Majestätin. Wir erheben euren Segen. Für unsere Hochzeit. Wie bitte Hochzeit? Ich komme da nicht mit. Wir haben auch noch gar keine Einzelheiten besprochen. Wir brauchen ein paar Tage, um die Feier zu planen. Aber eins weiß ich schon. Darf ich kurz mit dir reden? Bitte. Hier wird auch nicht geheiratet. Warte, was? Man heiratet niemanden, den man kaum kennt. Oh doch, wenn es die wahre Liebe ist. Anna, was weißt du schon über wahre Liebe? Mehr als du. Du kennst dich nur damit aus, wie man Menschen ausschließt. Ihr wollt also meine Erlaubnis? Meine Antwort lautet nein. Und jetzt entschuldigt mich. Schließ die Tore. Was? Elsa, nein. Nein, warte. Gib mir mein Handtuch. Elsa, bitte. Was habe ich dir je getan? Hör jetzt auf, Anna. Nein, wieso? Wieso schließt du mich aus? Wovor hast du nur solche Angst? Ich sagte, hör auf. Yeah.
so wunderschön sein kann. Ja! Er ist wirklich wunderschön, nicht wahr? Aber leider auch so weiß. Ein bisschen Farbe wäre ganz schön, oder? Aber der Hammer wäre das Gelb. Nein, bloß kein Gelb. Gelb und Schneeball. Das geht gar nicht. Stimmt doch, oder? Hi, du bist gruselig. Oh. Ist aber plötzlich ganz schön dunkel für die Jahreszeit, oder? Na schön, warte eine Sekunde. Oh, danke schön. Wollen wir nochmal von vorn anfangen? Hallo, neue Freundin. Ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen. Olaf? Natürlich, ja. Hat Elsa dich gebaut? Ja, wieso? Weißt du vielleicht, wo sie ist? Ja, wieso? Ich sag dir wieso. Elsa muss für uns den Sommer zurückholen. Den Sommer? Oh, ich weiß auch nicht wieso, aber ich war schon immer ganz fasziniert vom Sommer. Und der Sonne, wenn es so richtig heiß ist. Ach wirklich? Du hast bestimmt noch nicht sehr viel Erfahrung mit Hitze. Aber manchmal, da schließe ich einfach meine Augen und dann stelle ich mir vor, wie es wohl wäre, wenn der Sommer käme. Ah, Sommerwind, hüpf auf der Wiese wie ein Kind und ich will tun, was der Schnee so tut im Sommer. Ein Dreck in der Hand, mein Schneekörper liegt im heißen Sand. Stell euch vor, im Sommer, da sehe ich noch viel. Yes.
Okay, okay. Schon klar,
was jetzt hier passiert. Du kommst mit wahrer Größe noch nicht klar. Schon sehr interessant, so insgesamt. So ein Halbgott ist halt imposant. Was soll ich sagen? Ich wohl gerne. Alles hier ist handgemacht. Es ist okay.
gerade wünsche. Es ist okay, voll gerne. Nur der Durchschnittskopf von nebenan. Hey, wer stemmt mit Daumen jedes Gewicht? Du musst nicht lange raten, na, ich. Wird es kalt bei Nacht? Wer hat das Feuer euch gebracht? Ich hab das gemacht, yo. Für euch hing ich die Sonne ein.